Als erstes hier unten rechts das runde Ding schneller drehen, weil ich so langsam rede. Ja, unsere heutigen Tagesthemen sind ideales Deutschland, nur durch Wir 2020, idealerweise mit Bodo Schiffmann, Professor Bhakti und Wodak und Köhnlein und Homburg und all den anderen Prominenten, denn ohne Prominenz gibt es keine 20% bei der Bundestagswahl, ja? Und all die Kleinigkeiten, das sollten wir alles vergessen, dass eben Bodo Schiffmann manchmal etwas zu scharf formuliert und es sind ja lauter Sendungen im Umlauf, die ihn angreifen und so weiter. Natürlich ist manches etwas ein bisschen hart oder kräftig formuliert, da würden wir ihm von den Next Scientists for Future dann auch schon gerne mal sagen, da vielleicht einen Tick behutsamer zu sein. Also man muss sich noch einmal klar machen, die Formel muss lauten: Diejenigen, die wirklich böse Absichten haben, die fühlen sich vielleicht ertappt, wenn man sie hart anspricht. Aber diejenigen, die nur vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben, also selbst die Irrtümer glauben, die fühlen sich missverstanden und die verlieren dann die Gesprächsbereitschaft, weil die sich natürlich nicht gerne beschuldigen lassen als böse, ja? Und das ist das Dilemma. Also deswegen, es ist taktisch immer besser, alle zu verstehen als Menschen mit vorteilbringenden Irrtümern, vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümern und und so weiter. Aber es ist taktisch immer, also das sozusagen, das reicht. Und wenn man aber alle anspricht als böse Menschen, mit bösen Absichten, ja, dann verliert man den großen Teil, nämlich derer, die sich nur irren. Ja, die verliert man als Gesprächspartner, weil die sagen, ich lasse mich doch nicht vom Herrn Schiffmann als ein böser Mensch bezeichnen oder irgendwie, als hätte ich irgendwie schuldhaft etwas getan. Ja, man kann darüber reden, ob ich mich geirrt habe, aber ich möchte doch nicht einfach so als böser Mensch tituliert werden oder so. Ja, und das ist einfach so, da würden wir halt dem Herrn Dr. Bodo Schiffmann noch so ein ganz bisschen mehr Sanftheit manchmal in den Formulierungen wünschen und anraten sozusagen. Aber ansonsten, liebe Zuschauer, regen Sie sich nicht über solche Kleinigkeiten auf. Im großen Ganzen liegt Dr. Bodo Schiffmann insgesamt richtig. Und streiten Sie nicht, stören Sie sich nicht an Kleinigkeiten. Ja? Die Grundlinie ist, dass wir Schweden und Weißrussland als Kontrollgruppe haben und wir haben sozusagen auch die ganzen maskenfreien Demonstrationen als Kontrollgruppen, wo auch niemand gestorben ist danach oder die Totenzahlen nicht in die Höhe geschossen sind. Jeden Tag sterben in Deutschland, jetzt nähern wir uns wieder der Winterzeit, bis zu 3000 Menschen täglich, ganz normal. Verglichen damit sind die Sterbezahlen winzig. In Deutschland sind gerade mal 600 Intensivbetten sozusagen belegt von Tausenden. Tausende stehen leer und Tausende stehen frei und so weiter. Und es ist letztendlich nichts zu sehen von irgendeinem Explodieren, ja. Also wenn jetzt mal 5000 Betten belegt werden, könnte man mal darüber nachdenken oder reden, oder 6000 belegt werden, aber lächerliche 600. Es ist also nichts, es gibt keine naturwissenschaftliche Begründung für solche Maßnahmen. Weißrussland und Schweden zeigen uns, dass man auch ganz ohne Lockdown nur ganz normale Sterblichkeiten hat, wie sie immer mal wieder in kräftigen Grippewintern vorkommen, ja?
Und mehr ist nicht passiert in Schweden und in Weißrussland. Es kann sogar sein, dass in Weißrussland weltweit die Zahlen am allerniedrigsten sind, eben weil die das Virus einfach mal ignoriert haben. Ja, was man hätte auch da als Bestes hätte tun sollen wahrscheinlich. Ja. So, und jetzt haben wir noch, ach so, unser Tagesbild habe ich gar nicht gezeigt. Hier ist es. Ich richte es mal ein bisschen ein. Ja. Ich kann es sogar noch ein bisschen höher tun, glaube ich. Wo ist denn das Ding hier? Warten Sie mal. Ja, ich glaube, so lasse ich das jetzt mal. Und ja, noch einmal die Frage. Was ist das bitte schön für ein Killer-Virus, der den 74-jährigen ungesund lebenden Risikopatienten Trump nicht dahinraffen kann? Ja, und dann wird so getan, als ob Trump ja viel bessere Medikamente bekommen hätte als die Normalbevölkerung. Ja, wenn diese Medikamente wirklich gut wären, dann würde man die selbstverständlich auch der Normalbevölkerung geben. Ja, das ist doch alles, das wäre doch alles kein großes finanzielles Problem. Das Problem liegt doch darin, dass das sozusagen Trump wahrscheinlich vielleicht sogar schneller gesund geworden wäre, ohne diese Medikamente, so nach dem Motto, eine Erkältung dauert mit Arzt 7 Tage, ohne Arzt 7 Tage und mit Arzt nur eine Woche, sozusagen. Ja, also von daher, tschüssi, also. Ach nee, abnehmen wollte ich noch kurz drüber sprechen. Ich habe es ja endlich nach über 30 Jahren geschafft, die ultimative Abnehmmethode zu finden. Die funktioniert super. Ich habe also 14 Kilo in den letzten Wochen abgenommen und kann jetzt mein Gewicht nach Belieben steuern, entweder noch ein bisschen abnehmen oder so. Ja, ich kann, weil ich jetzt diese Methode gefunden habe und die finden Sie bei kostenlos, selbstverständlich, wie beim Weltrat und den Next Scientists for Future.de immer üblich. Sie finden das sozusagen Google Weltrat der Weisen Forum und dann auf Gesundheitstipps und Neues und dann alles sorgfältig lesen. Und völlig kostenlos der Weg. Ich habe so meinen Weg gefunden, wie ich das technisch hinkriege, dass ich jeden Tag nur circa 2 € maximal zum Einkaufen bekomme. Da kaufe ich nur gesunde Sachen sozusagen und den Rest des Geldes werfe ich in meinen Tresor rein hier in der Wohnung sozusagen. Und will ich mal was Gesundes essen, was es größere Packungen sind, dann kommt der Rest der Packung auch in den Tresor rein, so dass ich dann einfach gar nicht mehr in der Lage bin, zu viel zu essen. Und einmal in der Woche kriege ich einen Tag, wo ich also anhand des Tresors meine Wochengeschäfte erledigen kann. Da alles, was also größere Kosten kostet, vielleicht auch mal eine große Flasche Olivenöl oder so, das mache ich dann alles an einem Tag pro Woche. Erledige ich alles, was wichtig ist und was teuer ist. Da könnten die Leute, wenn sie wollten, das Auto voll tanken oder ähnliche Dinge machen. Und ansonsten gibt es jeden Tag allerhöchstens 2 €. Also mir reichen eigentlich auch 1 € pro Tag für gesunde Ernährung. Also mein Stoffwechsel ist so sparsam, sozusagen. Ich brauche eigentlich nur einen Fingerhut voll pro Tag und dann bin ich schon satt und nehme nicht mehr ab, sondern mehr brauche ich nicht an Energie sozusagen. Ja, also das klappt hervorragend und ich bin froh, dass ich als nach über 30 Jahren dieses wissenschaftliche Rätsel geknackt habe, wie man wirklich völlig zuverlässig abnehmen kann und das dann auch halten kann und so weiter. Ich hatte schon öfters abgenommen und habe dann aber wieder 10 Kilo zugenommen und so weiter. Ja, und das kann jetzt eigentlich mit dieser Methodik gar nicht mehr passieren. Es funktioniert. Ja, also liebe Leute, und die
die ersten zwei Sendungen zum Parteiprogrammsvorentwurf sozusagen, Diskussionsvorentwurf, finden Sie wie immer bei News und Talks, wenn Sie es auf diesem Sender schauen. Unten, da finden Sie die ganzen Links. Es sind auch jetzt neue Zusammenschnitte in Vorbereitung und so weiter. Ja, also unsere einzige Chance für ein ideales Deutschland. Vergessen Sie alle bisherigen Parteien, vergessen Sie wirklich alle bisherigen Parteien. Die AfD wird uns nie ein besseres Deutschland realisieren. Haken Sie das ab, ja? Nur wir 2020, ja? Wo Vernünftiges, da wo eben eher sozusagen, ja, die vernünftige evolutionsbiologische Linke sozusagen auf dem Boden bleibend eine menschenfreundliche Gesellschaft für uns alle entwirft, zusammen mit den Mitgliedern der Partei Wir 2020 von dem entstehenden Landesverband. Also, ja, tschüssi, bis bald. Das ist die Lösung des Ganzen. Ja, wo ist es? Tut sich ein bisschen schwer mit dem Abschalten. Da ist es. Ja, tschüssi, bis bald.